Servus Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Im letzten Part haben wir das gesehen, worüber sich Schmacki wahrscheinlich schon seit Beginn des Projekts gefreut hat. Ein mega böses Monster in Ketten, das mich töten würde. Auf jeden Fall haben wir jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, die Winde. Mit dieser Winde gehen wir jetzt dahin zurück, wo das quadratische Loch war. Ist zwar doof, weil ich jetzt wieder einen kompletten Umweg gehen muss, aber was bleibt mir anderes übrig? Gar nichts. Hallo Chill, bitte beweg dich. Jetzt muss ich wieder auf die Karte gucken. Wisst ihr was, ich renne den Weg einfach wieder. Ohne Sound entlang. Habe ich nicht so viel Schiss. Ja, ich höre nichts, das ist mir aber gerade so scheißegal, weil ihr müsst wissen, aufgrund dieser Farbband-Action bin ich dazu gezwungen, viele Parts im Stück aufzunehmen, weswegen es für mich jetzt nicht so lange her ist, dass ich diesem Viech gegenüberstand. Und es hat mich einfach, ja, da angegriffen, wo es richtig weh tat, nämlich an der Psyche. Oh, nun gut, ganz so schlimm wie Daniela ist das Viech jetzt nicht. Weil ich sagen muss, dass ich mich an Daniela auch ein bisschen gewöhnt habe. Aber trotzdem war das mein ganz persönlicher Momella Danielt, genau. Ein Momella Danielt, was auch immer das ist. Nee, mein ganz persönlicher Daniela-Moment in dem Spiel. Aber nun gut. Ich kann ja schon mal ein Zwischenfazit sagen, da abgeben. Was halte ich von diesem Spiel? Ich finde es jetzt, oder bis jetzt, genauso gut wie Resident Evil Zero. An einigen Stellen ist es besser, an anderen Stellen ist es schlechter. Aber ungefähr beide Spiele sind gleich gut. Und ich bin einfach nur positiv überrascht von solchen Spielen. Da besser gesagt von Resident Evil und Resident Evil Zero. Denn ich hätte nicht gedacht, dass beide Spiele so gut sind. Ich hätte gedacht, dass das mehr so Murks-Spiele wären. Weil ich kannte ja von Resident Evil nichts. Ich habe immer nur gehört, boah, Resident Evil, das Spiel, das musst du gespielt haben. Und ja. Auf solche Aussagen gebe ich natürlich einen Fick, weil Leute sagen dann natürlich auch, oh, World of Warcraft. Geilstes Spiel ever und ja, ich habe schon mal angetestet und es war beschissen. Kann vielleicht sein, dass ich das erst merke, wenn ich richtig lange spiele. Sekunde und weiter geht's. So, ja. Meine Warcraft, das Spiel, ey. Oder zum Beispiel, wo Leute sagen, boah, Minecraft, guck dir das an, spiel das Spiel, voll geil und so. Minecraft habe ich auch schon mal gespielt. Es war echt beschissen. Also wirklich, ich habe selten ein Spiel erlebt, das so schlecht ist. Muss man so sagen. So, da Jill da nicht durchschwimmen will, nehme ich mal an, dass wir jetzt das Wasser abdrehen. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Ja, ich kann die wieder mitnehmen. Ja, danke. Ich hatte recht. Und ja, die Rätsel in diesem Spiel sind zwar ganz gut, aber um ehrlich zu sein, finde ich die Rätsel von Resident Evil Zero jetzt besser. Die Partnerrätsel.
Okay, der lange Gang da hinten, da werde ich durchrennen. Mit megamäßiger Flash-Geschwindigkeit. Ah, das ist wahrscheinlich der Wasserfall. Der kleine. Sieht schön aus, nur leider kommt er aus der Kanalisation und das will mir nicht so gefallen. So, wie geht's jetzt lang da? Kommt jetzt schon der lange Gang, wo ich rennen muss? Achso, das ist die ganze Zeit der Gang, wo ich renne. Moment, wo bin ich jetzt? Controller vibriert total. Okay, es geht abwärts. Kack, Rabe. Hier wachsen blaue Kräuter. Das brauchen wir jetzt nicht. Warum? Okay. Wir sind Rabe. Das heißt, ich werde mich in aller Ruhe umgucken. Da ist der Wasserfall. Das sieht schön aus. Da ist ein grünes Kraut, das habe ich gesehen. Natürlich gehört es mir. Ne, eigentlich gehört es Jill, aber egal. Ich bräuchte noch ein rotes Kraut oder so, damit ich es kombinieren kann. Fuck, du hast mich erschrocken. Na, da ist was. Ich hoffe, er greift mich nicht an. Ich habe gesagt, ich hoffe. Okay, na warte. Haste davon. Ich wollte neutral sein. Ich wollte friedlich. Ich wollte friedlich mit Vögeln leben, ne? Habt ihr davon? Wie gesagt, ich wollte friedlich mit euch leben, aber nein. Was ist denn das da? Batterie wurde entnommen. Brauche eine Batterie oder wie? Dummes Mistviech. Komm her. Ich sollte am besten wohin laufen, wo ich auch was sehen kann. Da ist er. Da fliegen die Federn. Okay, ich brauche eine Batterie. Hier ist ein Tor. Da ist so ein langer Gang. Okay, dann werde ich den Gang entlang rennen, wie ein Wahnsinniger. Wenn ich da durchgehen kann, oder? Kann ich da durchgehen? Ach, egal, wenn ich schon mal da bin. Kann ich da durchgehen? Zoomt man hier? Kann man hier zoomen? Nee, glaube nicht. Ich werde einfach rennen. Nicht nach links oder rechts gucken, wenn ein Zombie kommt, einfach ignorieren. Die Wiese ist drinnen! Moment, rotes Kraut. Baby. Werwölfe. Ich muss mal schauen, ob das geht. Geht tatsächlich, perfekt. Und jetzt rennen! Was ist. Was war das? Schlangen, Igitt! Wo rennst du hin? Rein da. Ich habe keine Lust, von der Schlange gebissen zu werden. Schon wieder so eine seltsame Kamerasicht. Schon wieder falsche gedrückt. Residenz. Residenz in Resident Evil will mir natürlich noch weniger gefallen. Blaues Kraut. Warum blaues Kraut hier? Ein Pflanzenschutzspray. Scheint leer zu sein. Musik hier will mir mal gar nicht gefallen. Geht's hier lang? Da lang? Heilige Mutter.
Ja, die Musik ist ja mega evil. Musik macht mich kirre. Ja, Schmacki, du wirst deine Freude haben. Ah, die Musik gefällt mir mehr. Ja, Kerosin ist da! Und da liegt tonnenweise Zeug. Und bitte lass das ein Fahrplan sein. Hey, Moment mal. Haha! So, dann packe ich das hier noch rum. Das hier noch rum. Die Winde brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich werde mal mein Kerosin auffüllen. Mehr Kerosin. Es ist noch Kerosin da. Ist ein Kanister aufgefüllt. Geil. Da ist ein Spray. Hallo? Nimm das Spray. Geil. Baby, ich bin back. Wieder mal. Batteriepack, oder? Ja. Das andere. Verband, bitte. Was war das für eine Stimme? Ich habe keine Plan. Ach, was freue ich mich gerade. Moment, das nehme ich mit. Das Farbband kommt schön weg. Warum sind der Revolver und der Granatwerfer so weit unten? So. Noch irgendwas? Nein, das war's, aber. Boah, Safe-Raum hier. Was freue ich mich gerade? Geil. Na gut, das muss es ja überall geben. Selbst in der bösartigen Hütte, aber das ist kein Safe-Raum für mich. Nur die Tür ist zu. Zu auch vor allem. Die Tür ist zu. Geradeaus geht's lang und links geht's lang. Was ist denn das für eine Sicht? Was ist denn das für ein Loch vor allem? Ich habe keine Lust, durch das Loch zu fallen. Ihr verarscht mich. Alter Vater. Na, hör auf. Hab ich mich gerade erschrocken? Das ist übel. Jetzt fängt das Spiel an auszupacken. Guckt es euch an, wie es blutet. Oh Mann, der Raum ist auch noch verdammt groß. Ich wette, das war nicht die einzige Spinne. Da ist ein Ofen, da ist ein grünes Kraut. Alter Vater hat mich erschrocken. Halt! Nein, eine rote Öllampe. Sie ist nicht angezündet. Ja, das wollen wir doch mal ändern. Zum Glück habe ich das Feuerzeug mit. Nein. Red nochmal. Die Lampe scheint rötlich. Nein! Ich habe es nicht gelesen. Irgendwas mit sonderbarem Licht oder so. Eine Lederjacke, ein Teil davon ist von Säure verätzt. Ja. Aber wenn hier Spinnen rumrennen, dann. Denn Spinne ist natürlich auch giftig. Nehme ich mir so ein Gegengiftteil mit. Nein, auf das zu schieben. Da, dieses Loch da. Da kommt bestimmt irgendwas raus, wenn ich drüber gehe. Ich finde gerade war gemein. Die hat mich richtig erschreckt. Das war unfair. So.
dann kombiniere ich mal. Zwar nur wenig, aber besser als gar nichts. So, zack mal, und ich brauche noch eins. Ich hoffe, das Gewehr reicht, weil. Ey, dieses Spiel, das schmeißt mich gerade voll aus der Bahn. Jetzt kann ich durchaus verstehen, warum viele Leute sagen, boah, Resident Evil ist ein geiles Spiel. Okay, ich bin jetzt weg. Ich nehme an, da ist noch. Da hinten sehe ich schon eine. Leck mich, du Mistviech. Oh, grüne Kräuter. Da hinten klebt es. Guckt es euch an. Dreckige Spinne, ich knall dich sowas von über den Haufen. Was ist das? Eine Anzeige für einen Wettbewerb mit Armdrücken. Der Sieger wird für einen Tag zum Boss der Polizei von Wacken ernannt. Ich habe eigentlich keine Lust, die Spinne zu sehen. Ich habe wirklich keine Lust. Da ist ein Po an der Wand. Chill, auf was guckst du? Hast du irgendwie eine lesbische Anhauchung oder so? Da sieht man die Beine von dem Vieh. Eine orangene Lampe. Sich nicht angezündet. Ich verstehe es nicht. Was soll das? Das ist ein Billardtisch oder Poolbillard. Ich nenne es immer Billard, weil ich die Aussprache besser finde. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Die Reihenfolge scheint keine besondere Bedeutung zu haben. Aber. Ach, Moment! Habe ich was zum Schreiben? Natürlich habe ich was zum Schreiben. Ich habe immer was zum Schreiben hier. Ist schon alles vollgekritzelt. Das da ist auch vollgekritzelt, da habe ich das mit Helbade und Schild und Schwert. So, schauen wir mal. Genau, 2. Wo ist die 3? Da. Orange. Orange 3. Lila ist 4. Dann habe ich die eine Kerze schon angezündet. Aber habe ich es doch schon verkackt, oder? Gelb ist 5. Und grün ist 6. Werde ich die wohl in der richtigen Reihenfolge anzünden müssen, oder wie? Telefon, verschwinde mal kurz. Du liegst gerade im Weg. 2 Anrufe in Abwesenheit, ja. Ich weiß schon. So. Reihenfolge scheint keine Bedeutung zu haben. Da ist so ein Kö. Die Spinne da will mir mal so gar nicht gefallen. Ein Gitarrenkasten, er ist leer. Noch hättest du ein bisschen spielen können. Mein Bruder hat eine Gitarre. Moment, das ist orange. Orange Lampe, ja, das muss als drittes. Ist aber blöd, ich habe die andere schon angezündet, die. Welche Farbe war das jetzt? Ich muss auf jeden Fall hier alle Spinnen erstmal loswerden, sonst bringt mir das gar nichts. Ja, ich werde mich jetzt erschrecken. Auf so einen engen Raum auch noch. Komm her, Spinne. Rotes Buch? Das wollte ich gar nicht, aber. Ja, ist doch egal. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es untersuchen. Ein Buch mit rotem Einband. Ein Buch mit rotem Einband. Ein Buch mit rotem Einband. Na gut, dann machen wir es mal auf und gucken, was drin ist. Nix. Seiten sind alle leer. Das wollte ich auch nicht. Liegt aber auch was. Mann! Da links liegt auch was.
Oh, ich sehe gerade die Zeit. Gut, dann würde ich hier einen kurzen Schnitt machen und im nächsten Part gucken wir uns hier weiter ein bisschen um in der Residenz und schauen, was es mit diesem Billard-Rätsel auf sich hat. Das war Resident Evil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pferde.